Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ich habe noch ein paar japanische Karten zur Abgabe. Hab die hier mal rübergelegt, aber ich zeige es nochmal einzeln. Ja, für Sammler oder so sind natürlich sehr cool. Also hier haben wir diesen Dragon, nee, das ist Drachen, was ist das? Lanzenträger oder so, Drachenlanze, irgendwie sowas. Halt auf Japanisch, komplett hier, Secret Rare. So, dann einen Maschinenwesen. Ich glaube, Geschütz, oder wie das Ding heißt. So, dann den Kommandant von dem Maschinenwesen. Auch Secret Rare, japanisch. So, dann den Schützen von Maschinenwesen. So, und dann Ultimate Victory Dragon. Also Siegesdrache Ultimate. Der hat schon ein bisschen hier oben die Ecken ganz leicht, aber nicht wirklich schlimm. Also ist noch sammel- und spielbar auf jeden Fall. Nichts Dramatisches. So, dann Guilford der Blitz in japanisch. In Ultra Rare. So, dann ein Rotaugendrache. Ne, rot, finsterer Rotaugendrache, wie er das Ding. Aus dem Starterdeck müsste man eigentlich kennen. Auch in Ultra Rare. Ja. Die Karten sind halt cool, wenn sie einer haben will, vielleicht auf den Deckbox zu kleben oder Tokens zu machen oder so. Hier ist ein weißer Drache in Kamen, der ist schon ziemlich genommen. So, magieartige Dimension in Ultra Rare. Ein Schrumpfen Ultra Rare. Eine magischer Vorhang oder dunkler Vorhang, wie das Ding heißt auf Deutsch. Ja, auch Ultra Rare. Ein magischer Zylinder, Ultra Rare. Träne von Yatagarasu. Oder Vermächtnis von Yatagarasu heißt auf Deutsch, ja. Man sieht schon hier geknickt und da unten. Leicht, also man sieht es zwar auf dem Bild, aber es ist nicht so, dass man die Karte direkt übel knicken kann. Also sie hat noch schon Spannkraft und ist spielbar, also ist noch okay. So. Und ein schlimmes Desaster in Super Rare auf Japanisch. Ja, also, wie gesagt, wenn jemand Interesse daran hat, steht alles zur Abgabe. Einfach nur anschreiben, Angebote machen. Ja, ist auf jeden Fall zum Abgeben. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Haut da rein. Wenn es gefallen hat, abonniert und liked. Und hallo, tschu.